herzlich willkommen. Mein Name ist Caro Frauendorfer. Ich bin Apothekerin, Resilienzcoach und Ernährungsberaterin. Und das ist mein Podcast Zufrieden mit Resilienz. Mit diesem Podcast möchte ich dir Impulse mitgeben, wie du mehr Achtsamkeit in dein Leben bringen kannst. Mehr Achtsamkeit, mehr Freude, mehr Zuversicht und wie du auch diesen Mut nicht verlierst, deine Selbstheilungskräfte zu mobilisieren. Und dieser Podcast ist auch vor allem für Menschen, die chronische Leiden haben oder unter chronischen Schmerzen leiden, so wie ich das fast 30 Jahre lang gehabt habe. Und bei mir war es so, dass die Schulmedizin da an ihre Grenzen gestoßen ist. Und erst durch Achtsamkeit und durch einen Blick nach innen habe ich es geschafft, schmerzfrei zu werden. Und deswegen bitte ich dich auch, falls du nicht selber betroffen bist und in deinem Bekanntenkreis oder in deiner Familie Menschen kennst, die so unter chronische Schmerzen leiden oder chronische Leiden haben, dann erzähl einfach einmal von diesem Podcast. Erzähl, dass da jemand da ist, der sich mit diesen Themen so beschäftigt hat, der diese Erfahrung hat und die auch wirklich wahnsinnig gerne weitergeben möchte. Und heute ist ein Feiertag bei uns und zwar aller Heiligen und morgen ist aller Seelen. Und ich möchte diesen Feiertag zum Anlass nehmen, über ein Thema zu sprechen, das wir alle sehr, sehr gerne wegschieben. Aber eins ist sicher, jeder von uns wird irgendwann einmal sterben. Alles auf dieser Welt ist vergänglich. Und mit diesem Podcast möchte ich mit dir über Tod, Sterben und Loslassen sprechen. Aber keine Sorgen, dieser Podcast wird dich nicht traurig machen, ganz im Gegenteil. Ich möchte dir zeigen, dass diese Vergänglichkeit auch wirklich eine Chance für dich bedeuten kann. Und wenn du es schaffst, während deines Lebens dich schon mit gewissen Themen zu beschäftigen, dann, wenn es einmal darauf ankommt, dass du mit diesem Thema konfrontiert bist und oft kommt es plötzlich und unvorbereitet, dass du da schon dich einfach gut kennst und dass du weißt, wie du mit diesem Thema einfach besser umgehen kannst. Und von meiner Seite her gibt es zwei Gründe, warum ich mich mit diesem Thema jetzt so beschäftigt habe. Und vor allem im Sommer habe ich sehr viele Bücher darüber gelesen. Auf der einen Seite bin ich fasziniert von der buddhistischen Philosophie und dort ist eigentlich der wichtigste Moment im Leben das Sterben. Und im Buddhismus bereitet man sich sozusagen sein Leben schon auf diesen Moment vor. Und darüber erzähle ich dir auf jeden Fall auch in dieser Podcast-Folge mehr. Und der zweite Grund für mich ist auch, weil mein Vater, der ist jetzt schon 88 und ich lebe mit ihm gemeinsam in einem Haus. Und es gab jetzt wirklich schon Phasen, wo ich mir gedacht habe, dass es nicht mal lange dauern wird und es kommt dieser Moment, wo auch er sterben wird. Und er selbst hat auch dieses Gefühl hin und wieder und glaubt, das ist jetzt genug und er möchte nicht mehr. Und dadurch, dass ich mit ihm auch in diesem Haus wohne und dass ich mir, weil ich mir zur Aufgabe genommen habe, ihn da auch zu begleiten und zu unterstützen, ist es ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen möchte, nämlich rechtzeitig. Genau, also das sind meine zwei Gründe und weil ja auch dieser Feiertag ist, heute nehme ich den auch zum Anlass und bespreche diese Podcast-Folge mit den Dingen, die mir in den letzten Monaten gekommen sind, wo ich glaube, dass ich dir damit weiterhelfen kann. Ja, also bleib jedenfalls dran, hör zu und viel Freude damit. Wie schon eingangs erwähnt, im Moment haben wir diese zwei Feiertage hier, Allerheiligen und aller Seelen. Und heute am Tag der Allerheiligen gedenken wir den Heiligen und morgen dann bei aller Seelen den Menschen, die gestorben sind. Es gibt zwei Gründe, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige. Einerseits, weil mich die buddhistische Philosophie im Allgemeinen wirklich sehr fasziniert. Ich finde, da gibt es sehr vieles, was wir auch in unserer westlichen Gesellschaft sehr gut umsetzen können. Punkte oder Themen, die wir eigentlich mehr in unser Leben integrieren sollten. Und da gehört das Sterben, finde ich, auch dazu. Ja, und vom zweiten Grund habe ich dir schon erzählt, das ist, weil mein Vater auch schon alt ist und hat Parkinson. Und es gibt immer wieder so Schübe, wo es ihm wieder schlechter geht und ich mich einfach mit diesem Thema rechtzeitig
beschäftigen möchte und Abschied nehmen möchte. In der Hoffnung natürlich, dass er noch 20 Jahre leben wird, sowieso. Aber ich denke, es kann nicht schaden, da rechtzeitig sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir sind alle nicht davor bewahrt, dass wir uns mit diesem Thema auch auseinandersetzen, irgendwann einmal. Genau, also deswegen dieses Thema heute, aber wie auch schon erwähnt, ich möchte nicht mit diesem Thema dich traurig machen, sondern ich möchte, dass du das auch als Chance siehst, jetzt dich schon damit zu beschäftigen, mit einem positiven Fokus. Und jetzt erzähle ich dir mal über diese buddhistische Philosophie. Ich habe im Sommer einige Bücher darüber auch gelesen und ich finde das sehr spannend, dass bei uns wird der Tod eher verdrängt und vor allem verneint. Und die Gründe dafür liegen ja relativ nahe, weil wir uns ja auch nach dem Materialistischen orientieren. Also diese Vorstellung, dass alles, was wir uns so mühsam unser ganzes Leben lang angehäuft haben, dass wir das plötzlich zurücklassen müssen, ist kaum vorstellbar. Also wir wollen einfach gar nicht dran denken und ich gehöre genauso auch dazu. Es gibt so viele Dinge, die ich liebgewonnen habe in meinem Leben, die möchte ich einfach nicht loslassen, die möchte ich nicht hergeben. Das ist aber wirklich so wichtig, sich diesem Thema wirklich einmal anzunehmen. Die meisten von uns haben ja auch große Angst vor dem Tod. Und der Grund ist eben auch nicht nur, dass wir vieles einfach da lassen oder alles da lassen müssen und loslassen lernen sollten, sondern dass wir diese Wahrheit der Vergänglichkeit ignorieren wollen. Und Buddha hat einmal gesagt, dass nur ein Gesetz im Universum wird sich niemals ändern, und zwar, dass alle Dinge sich wandeln und nichts dauerhaft ist. Und ich habe versucht, jetzt auch im Sommer, wo ich eben sehr viel darüber gelesen habe, mir das bewusst zu machen, dass es wirklich so ist. Es gibt in Wirklichkeit nichts, das für immer eine Beständigkeit hat. Und wir sehen uns natürlich nach Sicherheit. Sicherheit ist einer unserer Grundbedürfnisse. Und natürlich wollen wir eine sichere, beständige Partnerschaft oder einen festen Job oder ein Dach über dem Kopf, damit wir sicher sind vor Unwetter und vor der Kälte von draußen. Das ist natürlich ganz klar. Das sind halt diese materialistischen Dinge, an denen wir uns so gerne festhalten. Aber in diesem Podcast geht es darum, auch wirklich einmal zu lernen, loszulassen. Denn du wirst sehen, wenn du das schaffst und du kannst es auch lernen, dann fühlst du dich unglaublich frei. Dann bist du nicht mehr an irgendwelchen Dingen angehaftet, sondern einfach frei. In dem Buch, das ich im Sommer auch gelesen habe, von Tod und Wiedergeburt von Lama Ole Nidal, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich hoffe, du verzeihst mir, dort wird von den vier edlen Wahrheiten gesprochen. Du kennst sie vielleicht eh vom Buddhismus, die vier edlen Wahrheiten, aber ich möchte sie hier nochmal kurz wiederholen. Und zwar die erste edle Wahrheit im Buddhismus bedeutet, dass das Leiden zum Leben dazugehört. Leiden wird dort als Dukkha bezeichnet. Die zweite edle Wahrheit sagt, dass die Ursache für dieses Leiden ist, dass wir an den Dingen anhaften oder ihnen Widerstand leisten. Also das, was ich auch vorhin gesagt habe, das ist, dass wir diese Vergänglichkeit nicht annehmen wollen. Die dritte edle Wahrheit sagt uns, dass wir das Leiden aber auch überwinden können, indem wir es uns bewusst machen. Und die vierte edle Wahrheit sagt, dass der Weg zur Überwindung des Leidens ist der edle achtfache Pfad. Und ein Glied von diesem Pfad ist die rechte Achtsamkeit. Achtsamkeit, das ist ja auch das Hauptthema von diesem Podcast, das ich dir vermitteln möchte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Achtsamkeit zu trainieren, in deinen Alltag zu integrieren. Mit dieser Achtsamkeit kannst du es schaffen, dein Leiden und deine Ängste zu überwinden. In einem anderen Buch, das ich gelesen habe, steht auch drin, das ist das tibetische Buch vom Leben und Sterben, dass wir das Festhalten an den Dingen
wir die Möglichkeiten ausschließen, dass wir von Veränderungen auch wirklich lernen können und dass dieses Festhalten eben die Quelle aller unserer Probleme ist. Also was ich dir auch am Anfang schon gesagt habe, beim Intro von diesem Podcast, du kannst diese Veränderungen auch wirklich als deine Chance und als deine Möglichkeit ergreifen. Wir haben aber so Angst vor dem Loslassen. Und in Wirklichkeit haben wir dadurch auch Angst vorm Leben, denn das Loslassen, das ist unser Leben, weil einfach nichts Beständigkeit hat. Und dieses Festhalten, das bereitet uns so einen Schmerz, den wir aber in Wirklichkeit in unserem Leben vermeiden möchten. Also es ist ein bisschen so eine Spirale. Also wenn wir nicht lernen, loszulassen, dann können wir auch unser Leid und unsere Ängste, unsere Schmerzen nicht loslassen. Und mir persönlich hat das mir auch mit der Schmerzbewältigung so unglaublich geholfen. Zuerst fand ich es ziemlich paradox, dass ich meinen Schmerz bewusst wahrnehmen soll, dass ich meinen Schmerz annehmen soll, den ich jahrzehntelang wirklich versucht habe, von mir wegzudrängen. Aber wirklich, es hat wirklich geklappt. Nämlich wenn du es annimmst, dann hast du einen ganz anderen Zugang dazu. Das kann man auch erklären, neurowissenschaftlich. Da gibt es verschiedene Zentren. Mit einem Zentrum begreifst du den Schmerz und mit dem anderen fühlst du den Schmerz. Und du kannst sozusagen das eine ausschalten, indem du den Schmerz beobachtest. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Da möchte ich auch einmal genauer auf dieses Thema eingehen, weil es einfach so wichtig ist, gerade für Menschen, die chronische Schmerzen haben. Also, wie kannst du jetzt die Vergänglichkeit als deine Chance sehen? Du wirst es vielleicht schon mal in einem unbewussten Ritual oder einem bewussten Ritual empfunden haben. Du hast wahrscheinlich auch schon erlebt, dass du verliebt warst, eine Beziehung geführt hast und diese Liebe dann loslassen musstest aus verschiedenen Gründen. Und dann gibt es gewisse Rituale. Entweder man schreibt es zum Beispiel auf einem Zettel auf und man verbrennt diesen Zettel. Ich habe da zum Beispiel mein Gipfelritual, das kannst du in der Podcast-Folge 20 anhören. Das ist mein Ritual, um verzeihen zu lernen, um zu verzeihen und loszulassen. Aber wenn du mal für dich schon mal so ein Ritual erlebt hast, dann kannst du dich vielleicht auch an dieses Gefühl der Freiheit nachher erinnern. Es tut zwar weh, aber innerlich hast du das Gefühl, du hast etwas losgelassen, du bist frei. Und so kannst du diese Vergänglichkeit auch als deine Chance nutzen. Denn wenn du jetzt dich an etwas anhaftest und es nie mehr wieder loslassen möchtest, dann bist du sozusagen dein eigener Gefangener. Aber wenn du das, was du liebst, zwar im Moment genießen kannst, aber auf der anderen Seite, die bewusst ist, dass diese Liebe auch vergänglich ist, dann bist du für dich freier. Dann kannst du frei lieben, von ganzem Herzen. Eine bedingungslose Liebe. Ich weiß, das ist wahnsinnig schwierig und durch meine 3 Kinder kann ich ganz gut nachvollziehen, was eine bedingungslose Liebe bedeutet. Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema, aber das, was ich ganz fest spüre und von dem ich wirklich fest überzeugt bin, ist, wenn wir es schaffen, Dinge leichter loszulassen, dann fühlen wir uns freier, dann fühlen wir uns einfach glücklicher und zufriedener. Und man kann dieses Loslassen entweder in Ritualen üben oder man kann es auch in den Alltag integrieren. Wie zum Beispiel, es gibt eine Jause mit der Familie und der Kuchen schmeckt wirklich gut und es gibt aber nur mal ein Stück. Und jeder giert auf dieses Stück und denkt sich, das hätte ich aber gerne. Und versuch einfach dieses letzte Stück mit Freude und Liebe loszulassen und jemanden anderen zu geben. Oder wenn du es wirklich eilig hast und du läufst zur U-Bahn oder zum Bus und der fährt dir genau vor der Nase davon, dann lass los. Und du wartest einfach auf den Nächsten. Du kannst die Situation sowieso nicht ändern. Aber du wirst merken, wie du eine unglaubliche Leichtigkeit und eine
auch eine Kraft in dir spüren wirst, dass du einfach diesen Bus loslässt. Oder du kennst sicher auch Situationen, wie wenn du mit dem Auto fährst und du findest endlich einen Parkplatz, den du so lange gesucht hast, und da kommt ein Auto und schnappt dir genau vor deinen Augen diesen Parkplatz weg. Oder könnte man sich ärgern, aber gib ihn einfach her, lass ihn los. Oder wenn die Ampel auf Rot steht, genau dann, wenn du es eilig hast und unbedingt noch wohin musst, dann lass es einfach so. Lass es irgendwann einmal grün werden. Oder auch ganz wichtig, wenn du mit Menschen kommunizierst und jemand sagt etwas zu dir, das dich verletzt. Lass diesen Schmerz, den du vielleicht spürst, weil du es persönlich nimmst, lass ihn einfach los. Denn Gedanken, die sind eigentlich dazu da, dass sie kommen und wieder gehen. Wir können bestimmen, ob wir sie länger bei uns behalten. Da kann ich dir auch eine Podcast-Folge empfehlen. Und zwar, ich glaube, das ist sogar die allererste: negative Gedanken loslassen. Kannst du dir anhören. Oder zum Beispiel, wenn du unbedingt etwas kaufen möchtest, überleg dir vorher noch einmal, aus welchem Motiv heraus möchtest du das jetzt unbedingt haben. Und wenn du draufkommst, dass es eigentlich gar nicht dringend ist, dann lass einfach los. Also versuche einmal in kleinen Schritten das Loslassen zu trainieren und werde dir bewusst, welches Gefühl du nachher spürst. Schreib dir das auf oder schreib es mir. Mich würde das wahnsinnig freuen, wenn du mir Feedback gibst, wie du dich fühlst, wenn du im Alltag kleine Dinge loslässt. Dann im weiteren Sinne, Menschen loszulassen, die du liebst, das ist natürlich wahnsinnig schwer. Und es ist wahrscheinlich auch die schwierigste Herausforderung in unserem Leben. Aber wir können das jetzt schon trainieren mit kleinen Alltagssituationen. Was mir, glaube ich, bei meinem Vater auch helfen wird, oder vielleicht auch bei mir, du weißt es nicht, es kann dich im nächsten Moment schon erwischen, ist diese Vorstellung, dass wir physisch, aber auch spirituell jetzt gesehen, in diesem Raum bleiben. Also zum Beispiel, wenn du einen Gegenstand nimmst, wie zum Beispiel eine Münze, und du hältst sie fest in deiner Hand, du möchtest sie nicht loslassen und du lässt sie jetzt einfach, du drehst deine Faust um und machst die Hand auf. Klong, fällt die Münze auf den Boden. Du hast sie zwar nicht mehr in deiner Hand und nicht mehr in deiner Faust, aber sie bleibt noch im Raum. Und das gefällt mir auch an der buddhistischen Philosophie, der Gedanke, dass das Sterben, der Tod, sozusagen ist nicht ein Ende, sondern es beginnt dann ein neues Kapitel. Und ich versuche mir das bewusst zu machen, dass auch wenn jemand oder wenn ich nicht mehr in dieser physischen Gestalt hier bin, bin ich trotzdem noch da. Ich erkläre mir das auch ein bisschen physikalisch, denn das ganze Material auf der Erde, die ganzen Stoffe, die bleiben konstant. Sie verändern sich. Aber es ist nicht so, dass dann irgendwas ins Weltall verpufft, sondern es bleibt alles in dieser Atmosphäre hier. Es bleibt alles da in einer anderen Form. Und auch wenn ein Baum zum Beispiel im Wald abstirbt, dann hat er eine unglaublich wichtige Funktion. Dann kann er dem Wald, dem Boden, den Tieren so viel geben wieder. Und das Ganze ist eine Symbiose, und so versuche ich das auch zu sehen. Man muss sich dann physisch zwar verabschieden von den Menschen, die man liebt, aber das ist meine persönliche Überzeugung, er ist auf jeden Fall noch da. Und da gibt es auch sehr viele diese Nahtod-Begebenheiten, von denen du auch sicher schon gehört hast, dass Menschen dann noch im Raum gegenwärtig waren, die Situation noch mitbekommen haben. Also da glaube ich, da steckt einfach noch so viel dahinter, dass wir nicht begreifen können. Und das gibt mir einen Glauben daran, dass es nach dem Tod nicht vorbei ist, dass wir nicht uns in nichts auflösen, sondern dass da sehr wohl noch etwas übrig bleibt. Ja, also mit diesen letzten positiven Worten hoffe ich, dass ich dir Kraft gegeben habe für diese zwei Feiertage jetzt und auch für die Zukunft, falls du etwas loslassen musst, das dir sehr, sehr,
sehr lieb ist, dass du sehr lieb gewonnen hast. Ja, mir ist bewusst, dass ich mit dieser Podcast-Folge ein sehr schwieriges Thema angesprochen habe und ich habe es auch wirklich nur angesprochen. Das sind jetzt diese Gedanken, die mir gekommen sind im Sommer und wo ich jetzt wirklich versuche, für mich zu lernen, einfach Schritt für Schritt loszulassen. Und wie schon erwähnt, die Achtsamkeit ist einer der wichtigsten Übungen dazu. Das wichtigste, einfachste, effizienteste Tool dazu ist die Meditation für mich und auch für viele andere Menschen. Und Meditation kommt auch immer mehr zu uns in den Westen, weil auch da es immer mehr neurowissenschaftliche Studien dazu gibt, dass im Gehirn sich etwas verändert. Also auch da lese ich gerade ein Buch, sehr, sehr spannend, wie sich die Gehirnstrukturen verändern können. Die Forschung ist natürlich gerade am Anfang, aber zum Beispiel die graue und die weiße Substanz hat man wirklich erkannt, dass die im Gehirn, dass die an Dichte zunimmt. Dieser Teil des Gehirns ist auch sehr für Emotionen zuständig. Das heißt, durch Meditation kannst du deine Gefühlswelt besser kontrollieren. Finde ich wahnsinnig spannend, wahnsinnig wichtig auch. Und ja, bezüglich Meditation, da die Nachfrage da auch wirklich sehr groß ist, ich habe eine Live-Meditation letzte Woche gemacht auf Facebook. Wenn du da Interesse hast, melde dich doch auch an bei mir. Es ist natürlich gratis, dass ich dich auch rechtzeitig informiere, wenn ich wieder so eine Meditation mache. Und diese Meditation kannst du auf YouTube finden. Gehst du einfach auf Caro Fraundorfer und findest meinen YouTube-Kanal und da gibt es auch in meinem Podcast und auf YouTube viele geleitete Meditationen mittlerweile. Und unglaublich schön wäre es, wenn du dich bei der Weekly Inspiration anmeldest. Die Gruppe wird immer größer, es ist noch gratis, nur ich gebe dazu auch Coaching-Tipps. Das heißt, wenn jetzt der Aufwand natürlich immer mehr wird, werde ich wahrscheinlich irgendwann einmal auch demnächst einen kleinen Beitrag verlangen dazu. Also wenn du dich dafür interessierst, dann schlage ich dir vor, melde dich jetzt lieber noch an. Jetzt ist es noch gratis für dich und es ist ganz einfach. Du kannst mir eine Nachricht hinterlassen oder ein Anmeldeformular gibt es auf meiner Webseite carofraundorfer.com. Caro schreibt man mit C und ja, da steht alles drinnen und du bist dann ab nächsten Montag schon dabei mit einer Live-Inspiration für ein Coaching-Impuls für dich. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Es sind wunderbare Menschen aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz dabei. Und ja, umso größer die Community, desto schöner ist es, finde ich, denn du kannst dann die Impulse auch wieder jemand anderen mitgeben. Und ich glaube, wenn wir alle es lernen, Achtsamkeit in unseren Alltag zu integrieren, leichter loslassen zu können, dann ist der Schmerz auf dieser Welt auch geringer. Und das ist der Grund auch, warum ich diesen Podcast so gerne spreche. Ich bin dir unglaublich dankbar, dass du zugehört hast, auch obwohl das Thema heute eher ein schwereres war. Ja, ich umarme dich von Herzen. Ich freue mich, wenn du mir Kommentare hinterlässt, falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat und positive Rezensionen auf iTunes. Wenn du mir auf Instagram folgst, würde ich mich auch wahnsinnig freuen. Da gibt es immer wieder Fotos von mir und ein paar Impulse für deinen achtsamen Alltag. Viel Freude und Achtsamkeit für dich, deine Caro.